Aber natürlich immer die Augen offen halten nach dem alten Stinkfisch. Och nö, ich hab meinen Speer weggeworfen. Oha. Und ich... nicht wieder. Weißt du? So. Hab dem Hai eine rein. Sehr gut. So, das heißt, Sauerstoffflasche kann ich gleich bauen. Ah, dafür brauche ich aber viel mehr Seetang. Obwohl, das könnte eh noch. Wer will Suppen? Ich nicht. Also, ich würde gern die Suppe nehmen. Also, sehr ich habe zwei von. Eine. Oh, die sieht gar köstlich aus. Ist sie auch. Oh, Hühnchensuppe? Mhm. Oh. Kokosnuss. Nodonuss. 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 Dodonuss? Tja, liebe Zuschauer, eigentlich haben wir euch ein Tierrelief versprochen, aber es hat leider noch nicht ganz so hingehauen. Weil die Fischer fies sind. Genau. Ja, sind sie. Das stimmt. Leider sind sie das, ja. Aber zumindest haben wir schon mal das Gehege. Mhm. Neues. Jedenfalls das. Jo. Braucht man auch immer das Gehege. Das Gehege ist immer sehr wichtig, das brauchen wir. Ja, sonst geht es kaputt, das arme Ding. Oh, braucht auch jemand einen Metallbarren? Nö. Wenn, kannst du es in die Metallkiste reinpacken. Ah, okay. Mach ich das in die Metall. Ich gehe noch kurz auf die Insel nach ein paar Palmen suchen, einfach so. Das wäre super. Ich glaube, ich habe aber alle abgegrast. Abgekrast? Super Wort, Sepp. Abgekrast? Ja, das sagt man so. Ach, wirklich? Mhm. Ach so, wusste ich nicht. Ich bin ja auch 5 Jahre alt. Quatsch. Oder bin ich nah das? Dran? 3 Jahre dran alt. So, Flossen. Seile. Brauche ich noch 3 Pflanzenglibber und dann kann ich gleich die Flossen und dann läuft es. Palmis, Palmis, Palmis. Seid ihr hier irgendwo? Pflanzenglibber? Okay. Flossen. Gut, dann will ich mal den letzten Pflanzenglibber hier reinpacken. Das Problem ist jetzt, dass es jetzt ein bisschen zu dunkel ist für mich zum Tauchen. Ich würde sagen... Ja. Würde ich dir so unangefochten recht geben. Dann würde ich sagen, jeder geht zurück. Du hast echt Flossen? Ich habe jetzt. Ich habe Sauerstoffflasche und Flossen habe ich gebaut, ja. Allerdings habe ich dafür meine Flasche geopfert und habe jetzt keine Flasche mehr. Aber macht nichts, solange nehme ich mir eine leere Tasse. Oh. Ja. Pff. Naja. Du kannst ja noch eine neue. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Pflanzenglibber dafür, aber. Ich glaube, ein Pflanzenglibber mehr noch, aber ist egal. Ich kann mich so erstmal über Wasser halten. Ich lege mich jetzt erstmal ins Bett. So. Wer ist noch nicht ins Bett? Okay. Geschlafen. Prima.
Yeah. Ja, hallo zusammen. Ja. Guten Morgen. Vielleicht können wir wirklich sowas machen mit immer guten Morgen und alles. Ja, warum nicht? Klingt cool. So, das war hier lang. Da vom Raft, hier. Muss noch ein bisschen heller werden. Aber natürlich immer die Augen offen halten nach dem alten Stinkfisch. Och nö, ich hab meinen Speer weggeworfen. Oha. Und ich... Nicht wieder. Oh, hab ihn. Und zack. Es sind echt keine Bäume mehr. Naja, außer die großen, die man nicht abfahren kann. Wir haben dich gerade nicht verstanden, Sepp. Meinst du mich? Nee, Sepp. Gemacht. Nee, ich, deswegen sagte ich ja, wir haben dich gerade nicht verstanden, Sepp. Ich dachte, du denkst, dass ich da, dass Sepp ich wäre. Nö. Ja, weil ich das. Wir müssen eine Ziege holen. Da war Kupfer, genau. Wahrscheinlich ist Sepp auf Tour. Lette, genau. Hä? Und er ist wieder da. Das hört man. Bin zurück. Super. Ja, wusste ich's doch. Ich war nur auf Toilette. Ja, man hat dich leider nicht verstanden. Er war nur auf, das hat er gesagt. Ja, ich hab's leider nicht verstanden, aber egal. Egal. Egal, sag ich nur die Musik. Ziegenbock, süß. Oh, ich würde den so gerne. So gerne schnappen. Und dann nennen wir ihn Rita. Rita, nein, natürlich ist das ein Spaß, aber... Ich sag nur Ritas Welt. Irgendeinen coolen Namen werden wir schon finden. Rita! Okay, ich habe das Ding abgeerntet, das die coole, der coole Geheimspot da. Und der war verdammt nicht schlecht. Da hatte ich irgendwie 20 Eisenerz alles in allem und ich glaube 10 Kupfer. Und viel Schrott. Ja. Aber da brauchte ich schon die Paddel und so weiter für die, sonst wäre ich, sonst... Keine Chance. Ich habe ja auch nochmal gerade Kupfer. Super. Ich habe auch einiges an Kupfern geschmolzen. Nochmal 3 Kupfer und da und da ist noch mehr. Sehr gut. Oh Gott, das wird schlecht enden. Oh doch. Noch mehr Kupfer? Oh, blöder Hai. Yeah, Kupfer. Nochmal 3 Kupfer gefunden. So, auch gerade Kupfer gefunden? Ich würde ja jetzt auch wahnsinnig gerne endlich mal den alten Kugelfisch. Oh, das eine Kupfer ist Eisen. Nein. Egal, auch nützlich. Hi, lass mich endlich in Ruhe, Mann. Spacko. Doof, Mann. So,
hab Hunger. Ich theoretisch auch. Schade, dass man den Seetang nicht fressen kann. Yep. Naja, dafür ist auch der auch viel zu kostbar. Das stimmt. Und jetzt habe ich nur noch, ich habe noch welche gefunden, also für eine leere Flasche kann ich mir gleich noch machen. Nice. Naja, dadurch ist wenigstens deine Flasche nicht weg. Also verschwinden nicht mehr da. Genau. Und wenn wir nochmal so einen Tauchgang machen müssen, so einen großen, haben wir jetzt zumindest auch die Flossen und die Tauchflasche. Ich habe 7 Kupfer und ein Eisenerz. Cool. Ich bringe gleich noch 15 Eisenerz und 4 Kupfererz mit. Alter! Wie viel findest du? Ja, der Spot ist nicht schlecht. Anscheinend schon. Yeah. Oder er war nicht schlecht. Oh, hier geht's nochmal tief runter. Vielleicht. Jetzt nehme ich aber wieder lieber die Paddel. Das Sauerstoffding. Weil hier ist wieder so ein tiefer Spot. Oh, vielleicht schon wieder schöne Sachen? Ich denke. Vielleicht auch ein dämlicher Fisch. Endlich mal wieder. Ja, wäre. Obwohl, ich bin wahrscheinlich mit dem Erz beschäftigt und dann macht es einfach mal Krabums und... Oh, da war ein Fisch. Bestimmt so in der Art. Bei meinem Glück. Da hat der heimlich probiert, in den Arsch zu beißen. Hat er nicht geschafft. Fiesling. Zum Glück hat er es nicht geschafft. Jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Mach das. Mayuki, bist du noch da? Mayuki? Mayuki! Ja? Ach, bist doch noch da. War kurz AFK. Ah, okay. Wieso? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Kugelfischi. Ist doch klar, weil ich über AFK war. Ja. Wir wussten aber nicht, dass du AFK warst. Nee, hättest ja was sagen können. Ja. Egal, kein Problem. Null Problemo. Aber vergiss mich beim nächsten Mal. Das wäre gut zu wissen, ja, weil man immer denkt, es gibt Probleme mit dem Discord oder so. Weil Discord ja im Moment sowieso irgendwie da und spinnt. Ja, ist, weil viele zu Hause sind. Schönerweise, da mein Headset ein Problem hat und immer leiser wird, desto länger ich rede. Ich glaube nicht, dass das mit dem Headset zu tun hat. Ich glaube, das hat eher mit Discord zu tun. Das ist das niegelnagelneue Headset. Das wird an dem Headset nicht liegen. Discord, wenn die das jetzt gucken, die Macher, wahrscheinlich nicht, aber wirklich, die sollten das verbessern. Wenn ihr mal irgendwann dieses Video guckt, wahrscheinlich nicht, aber... Nee, ich glaube auch eher nicht. Nope. Ja, ich glaube, hab einen Seetang gefunden. Cool. Einfach so random. So, ich komme jetzt noch zum Raft und dann war es das auch erstmal mit der Folge. Ey, ärgert mich das alles in Grund und Boden, dass wir da keinen zweiten Fisch finden. Für das explosive Pulver, damit wir das bauen können. Das ist so ärgerlich, ne? Ich hab Durst. Hilfe! Ich sehe auch schon wieder das Raft, das heißt, ich habe die Insel gleich schon wieder komplett umringt.
Kann rundet. Jemand mir helfen? Wobei helfen? Ja, ich hab Durst. Ich sterbe gleich. Dann nimm dir doch was zu trinken. Du isst doch was zu trinken. Ich hab trink. Ich hab vergessen, das aufzufüllen. Und hast du nichts in der Flasche? Nee. Ich hab auch nichts in der Flasche. Beziehungsweise ich hab ja im Augenblick noch gar keine Flasche mehr. Ich habe ein ganz kleines bisschen in meiner Flasche. Ich schaff's doch. Ja, schaff's. Ah, das wird schon. Nee, ich weiß ja nicht, wo unser Rift ist. Das ist mit du bist der... ja nicht direkt tot. Wie, du weißt nicht, wo das Rift ist? Wo bist du denn auf der Insel? Ja, auf der Insel bin ich. Ja. Wo? Auf der Insel. Ja, gut, dass wir es... keine gute Information. Ja, dann können wir ja auch nicht helfen bei so einer Info. Nein. Sterbe gleich. Nein. Tja. Wir würden dir ja helfen, aber... Ich weiß ja nicht, wo du bist. Du gibst uns keine guten Informationen. Ist es in der Nähe da, wo wir vorher schon waren? Also... Oder ist es an einem unbekannten Platz oder so, irgendwas? Es ist so im Ort. Es ist schwer zu auszureden, wo das ist. Also. Man kann es nicht erklären, das ist schwer. Wir kommen einfach mal pauschal auf die Insel. Aber eventuell sollte ich eine Flasche mitnehmen. Meine Flasche ist halb voll. Ja. Ich baue mir gerade eine Flasche. Hier läuft das Dodo-Viech rum. Mist, ey. Diese blöden Stinkefische. Ich bin in der Nähe vom Raft. Okay. Oben oder unten? Unten. Bist du auf dem Plateau da in der Nähe, wo wir gegen den Vogel gekämpft haben? Nein, wo wir immer lang gehen. Also außen. Ja, immer bei diesen Stöckern, diesen... Ah ja, ich bin in der Nähe von diesen Stöckern. Also ich meine jetzt diese, ja, das ist quasi, das ist Bambus, ist grünes, das. Grünes, ja, Bambus. Hier am Anfang. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung? Ich hoffe, ich renne in die richtige Richtung. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wo man vom Raft ist, da bin ich gerade gestorben. Wenn ihr aufs Raft geht, seht ihr mich. Ich such dich kurz mal, ich bin in die Nähe. Ich such auch schon. Ich gehe mal andersrum. Hier bist sogar ein Nym. Also mich, genau. Ich war nämlich gerade, aber ich glaube mal... Ich bin in der Nähe vom Raft. Ja, ja. Ja. Ich hab sie. Hallo, oh. Mayuki. Oh. So. Kommen Sie mal mit, junge Frau. Ja. Aber ich kann doch nicht mitkommen. Doch, quasi schon. So, und zack. Aber wie das aussieht, ne? Das sieht cool aus, wenn man getragen wird, ne? Jetzt piekse ich nur in Pöter, plöpp. Aber es sieht auch cool aus, wenn jemand tragt. Wenn jemand einen trägt. Ich hab in dem Bett geschlafen jetzt. Machst du mal gerade nochmal den Kopf runter? Was? Genau. Danke. Ich habe da einen Screenshot von gemacht, weil das sieht so geil aus mit diesem Fisch auf dem Kopf. Ey, ist das echt wahr? Ich bin runtergesprungen, voll da rein. Voll durch. Okay, prima. Gut, ich würde sagen, liebe Freunde, das war... Und Mayuki, macht das mal bitte aus dem...
Aus dem Gesicht. Ja. Sorry. Gut, und dann würde ich sagen, Freunde der Sonne, beenden wir hier die Aufnahme. Ja. Und, ja, leider ist nicht das eingetreten, was wir erhofft haben. Wir haben kein Tier gefunden, keinen blöden Fisch und sonst was. Tschüssi. Naja, auf jeden Fall tschüssi. Oh ja, Ref, Sepp kann nicht reden, aber gut. Er sagt auf jeden Fall tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.